Bitte lass es das Richtige sein. Entschuldigung. Nun, tut mir leid. Darf ich mal durch? Hat eigentlich schon jemand die Feuerwehr gerufen? Ich wette, die springt gleich. Er ist der Einzige, der einen wirklichen Grund hat, Johanna zu entführen. Es gibt bestimmt noch andere. Sie gehören nicht gerade zum ärmeren Teil unserer Bevölkerung. Die Liste deiner Feinde ist lang. Du bist mein einziger Feind. Chef? Schauen Sie mal. Frau Fleming, wir haben hier einen sehr interessanten Fund gemacht. Oh nein. Wann geht's denn endlich los, du kleines Luder? Du hast mir doch eine Überraschung versprochen. Gut. Dann bekommst du jetzt, was du schon lange verdient hast. Ja. Aufmerksamkeit. Sehr effektvoll. Ja, darin ist er unschlagbar. Eine Frage, Herr Dr. Gerner. Was haben Sie persönlich von der Stiftung? Ja, wie ich schon sagte... Darf ich diese Frage beantworten? Es ist Zeit, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Herr Dr. Gerner sagt, der Beweggrund für seine großzügige Stiftung sei seine Liebe zu Kindern. Aber was er verschweigt... Diese Liebe ist alles andere als uneigennützig. Meine Damen und Herren, hören Sie nicht auf sie. Diese Frau... Er will die hilflosen Kinder sexuell missbrauchen. So wie er schon in der Vergangenheit getan hat. Haben Sie dafür Beweise? Ja. Die habe ich. Ich bin gleich wieder da. Sag mal, bist du so lieb und holst mir meinen Morgenmantel aus dem Bad? Ja, na klar. Ich eile. Merkwürdig, sie ist gar nicht da. Frau Graf, kommen Sie schnell! Was ist denn? Reicht es dir nicht, dass du mir Johanna entfremdest? Aber glaub ja nicht, dass ich das zulassen werde. Ich glaube nicht, dass du irgendwas dagegen tun kannst. Und das kannst du auch gleich mitnehmen. Weißt du, du hast deine 2 Stunden pro Woche und ansonsten wirst du sie nicht zu Gesicht bekommen. Halt deinen Mund, Katrin! Es wäre eigentlich noch besser, mach es uns doch leicht und verschwinde ganz aus Johannas Leben. Ich bin ihr Vater. Ach, die Vaterrolle kann Leon für dich übernehmen. Du Mieses! Was, deine 14-jährige Adoptivtochter zu vergewaltigen? Das ist nicht... Guck nach vorn! Sie müssen mir glauben. Macht es dich an? Die Angst? Ist es das? Du hast dich an ihrer Hilflosigkeit aufgegeilt. So war das nicht. Du elendes Stück Scheiße! Hören Sie auf, bitte! Sie wollen zu Herrn Gerner? John Bachmann, ich habe einen Termin. Herr Gerner wurde in einem Blau verlegt. Hier drin. Sind Sie schon lange hier? Ich schreibe einen Artikel über den Gefängnisalltag. Sie sollen ja kein Staatsgeheimnis ausplaudern, aber vielleicht kann ich ja Ihre Arbeitsbedingungen ein bisschen verbessern. Hm? Was soll das? Genug geschwafelt. Rück die Kohle raus. Ich mach Hackfleisch aus dir. Frau Weiland! Nehmen Sie ihm bitte das Kind ab. Was fällt Ihnen ein? Hans-Joachim Gerner, Sie werden der schweren betrügerischen Täuschung in Tateinheit mit Bestechung verdächtigt. Und sind hiermit verhaftet.
So viel Harmonie. Die reinste Bilderbuchfamilie. Santa, was soll das? Willst du uns einen Arm verderben? Wie könnte ich das? Verdorben war von der ersten Minute an. Ich halte diese Verlogenheit nicht mehr aus. Mama! Komm, jetzt mach mal einen Punkt. Wir versuchen nur für einen Abend mal unsere Differenz zu vergessen. Was ist denn falsch dran? Dich meine ich auch nicht. Er ist der Heuchler. Und ich. Aber damit ist jetzt Schluss. Du gehst jetzt besser nach Hause. Ja, klar. Bleib nur bei deiner Familie. Aber glaub nicht, dass du nachher wieder zu mir ins Bett kriechen kannst. Du hast wohl geglaubt, nur weil ich im Knast sitze, brauchst du deine Schulden nicht zu bezahlen. Sie bekommen ihr Geld. Bald. Bald? Kennst du das Wort? Weißt du, was das bedeuten soll? Wenn ich hier rauskomme, dann sorge ich dafür, dass sie schneller entlassen werden. Ich habe Beziehungen. Glaubst du wirklich? Ich lass mich noch mal auf ein Deal mit dir ein. Hey, Patrick. Hey. Ein falsches Wort, das ist in den Rippen. So, ich wollte mich entschuldigen wegen der Sache da im Wald. Ach du, das sind nur Freunde von mir. Wir wollten gerade was essen gehen. Alles klar bei dir? Verzieh dich, wir haben's eilig. Ist vielleicht doch gerade nicht so der Beste. Verdammt, wer ist denn da? Wenn das witzig sein soll, das ist es nicht. Ich habe kein Geld bei mir. Das lohnt sich nicht. Fabian? Schade, jetzt hat Johanna ihre erste Vernissage verschlafen. Dann hat sie deinen Kunstverstand wohl nicht geerbt. Was soll's? Lebe ich eben mit zwei Ignoranten zusammen. Ich glaube, ich wecke sie mal auf, sonst kommt sie heute Abend überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Was ist denn? Die haben die Fliegen gefunden. Lass sie nichts anmerken. Wir brechen ab. Die Suche war erfolglos. Keine Leiche? Na, zumindest nicht hier. Das heißt, ein Viertel von Joes Vermögen. Jawohl! Ich bin reich! 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 Wuhu! Ich bin reich! Gott! Warum bin ich eigentlich vorher drauf gekommen? Ist doch ganz einfach! Oh. Oh. Naja, manchmal ist er halt ein bisschen blockiert, ne? Ich könnte Emily verzeihen. Und sie kann ihr Bike zur Adoption freigeben. Und dann können wir zusammen nach Amerika fahren und leben wie Bonnie und Clyde. Joe, ich bin der König der Welt! Oh, oh! Hast du Johanna wieder? Das wirst du bereuen. Warte, jetzt bist du dran.
am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seiner Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leiden zu ihm mich immer fort. Zu ihm mich immer fort. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. John, weißt du, ob Julia schon weg ist? Ich glaube nicht. Ich muss schnell mein Bier loswerden, dann helfe ich dir so. Ich esse auf meinem Kalender, das läuft nicht alles schief. Lass mich gehen, Joe. Johanna hat es gut bei mir, ich sorge für sie. Nein, ich habe keines meiner Kinder aufwachsen sehen. Bei Johanna würde ich nicht darauf verzichten. Wir sind beide, wir können uns nicht einigen, bitte. Johanna ist alles, was ich habe. Ich werde dich anzeigen. Und dann hole ich mir das Sorgerecht für meine Tochter zurück. Das schaffst du nicht. Unerlaubter Waffenbesitz? Flucht mit einem kranken Kind? Welches Jugendamt würde eine solche Mutter unterstützen? Das war Notwehr. Du zwingst mich dazu. Doch nur Consumer. Das kann dir jetzt auch egal sein. Du bist sowieso gleich weg. Aber das heilige Wasser ist doch nur für Auserwählte. Vergiss es. Was ihr da getrunken habt, ist pures Gift. In wenigen Minuten seid ihr alle tot.